Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, beim letzten Mal haben wir einen riesigen Hüpfedude verprügelt. Haben beim zweiten Planeten, also bei Flockenbrocken, eben kurz noch die letzten Münzen eingesammelt. Und mir ist etwas aufgefallen nach der Folge. Ich hatte noch ein goldenes Prisma. Ich weiß nicht, wo das dritte herkam. Und das habe ich Luigi gegeben. Jetzt haben alle drei Hauptleute den Spark-Erfrischer. Klingt doch praktisch, oder nicht? Dass wir alle den Spark-Erfrischer haben. Außerdem ist es mal an der Zeit, dass die alle neue Skins bekommen. Weil ich habe ja jetzt die letzten Skins freigeschaltet. Und ja, wir wollten heute zu Waldemar gehen, weil der muss ja noch die Brücke reparieren, ne? Oh, Filmsequenz. Kollege, versuchst du gerade einen Holzstamm mit einem Besen zu zerteilen? Tatsächlich könnte es mit der Schere irgendwann was werden. Warum nutzt du nicht einfach eine Axt? Doch, bin ich. Aber wenn ihr etwas anderes wollt als einen Vogelfutterzapfen, dann habt ihr Pech. Das klingt nett, aber Tristan, der Wächter, schickt uns, damit du die Brücke reparierst. Also gut, ich schnapp mir meine eingebildete Axt und fälle ein paar eingebildete Bäume. Dann kann ich ein paar eingebildete Balken sägen. Ihr müsst ihm verzeihen, seine kostbare Axt wurde gestohlen. Ich habe sogar gesehen, wer es war. Völlig egal, wer die Tat beging. Wir alle wissen, wer dahinter steckt. Sei es drum, erst wenn ich sie wieder habe, kann ich die Brücke reparieren. Folgt mir ins Dorf. Ich führe euch geradewegs zum Dieb. Okay, einfach zum Dorf gehen. So. In der Karte her war es hier oben irgendwo. Ach, das leerstehende Haus hier, wo man nicht reinkam. Dort ist das Haus. Ich sah den Dieb mit der Axt in der Hand dorthin laufen. Zumindest glaube ich das. Lasst mich das machen. Bei einem Verhör bedarf es Fingerspitzengefühl. Aber du hast keine Finger. Komm raus und Flossen hoch, du Dieb. Wir wollen nur die Axt. Aber wenn es sein muss, machen wir es auf die harte Tour. Ach ja, habt ihr einen Durchsuchungsbefehl? Gibt's einen hinreichenden Tatverdacht? Habeas Corpus, ich will meinen Anwalt sprechen. Okay, aber das habt ihr jetzt nicht von mir. Der Dörfler im Kürbishaus hat mit seiner neuen Axt angegeben. Könntest du etwas genauer werden? Dein Haus sieht aus wie das Kürbishauptquartier, wenn du verstehst, was ich meine. Ich meinte das andere Kürbishaus. Der Dörfler dort ist ausgekochter als das Suppenfleisch in der Brühe. Glaubt mir. Ich soll das andere Kürbishaus untersuchen. Welches ist denn das andere Kürbishaus? Hier sind auch nochmal Kürbisse, Leute. Vielleicht ist das ja das Kürbishaus. Du bist ein schlechter Polizist, Kollege. Wir sind von der Prima Palette die Schädlingsprävention. Wir müssen ihr Haus von einer Nilpferdplage befreien. Das ist die dämlichste Lüge, die ich je gehört habe. Erstens, ein Nilpferd in meinem Haus würde mir sicherlich auffallen. Selbst ein Zwerg-Nilpferd. Zweitens, warum sollte jemand den Kammerjäger rufen, um ein Nilpferd loszuwerden? Geschweige denn eine ganze Herde. Na gut, wir sind keine Kammerjäger. Wir sind Sonderermittler des Holzfäller Kriminalamts. Geht es um Waldemars Axt? Ich habe davon gehört, sie aber nicht gestohlen. Ehrenwort. Ihr müsst den Singvogel besuchen, der steckt seine Nase überall hinein, wenn ihr irgendwer die Axt schon hat und er weiß es. Und wo ist der jetzt schon wieder?
Ich habe ein bisschen Klatsch und Tratsch auf der Straße aufgeschnappt. Wir müssen zum Singvogel. Er weiß alles, was? Oh, ihr wisst das alles schon, stimmt? Ich hätte bei euch bleiben sollen. Wo ist denn jetzt so ein Dreck-Singvogel? Da vielleicht? Hier sind richtig viele Vögel. Ja, das ist der Ort. Lesen. Anscheinend hat der Singvogel sein Nest verlassen. Zum Glück hat er eine Notiz für all jene hinterlassen, die zufällig vorbeikommen. Und was steht da? Notiz? Ich keine Notiz, das ist ein persönliches Tagebuch. Musste heute einkaufen gehen, anstatt die Dinge hier im Auge zu behalten. Hab die Gabel, meinen Nachbarn, getroffen. Er sagte, er habe jemanden mit einer Axt durchs Dorf laufen sehen, während ich weg war. Ausgerechnet jetzt musste mir das Kürbisdeo ausgehen. Okay. Nun, offenbar kann uns Herr Singvogels Nachbar die Gabel genauestens sagen, wer die Axt des Holzfällers gestohlen hat. Hier steht außerdem, dass der hiesige Kerzenmacher einen Kredit für ein Haartransplantat aufgenommen hat. Seine Frau ist außer sich. Bibo, ich habe einen V-Mann angeworben. Ein geheimer Informanten, der hat mir verraten, dass die Gabel erzählen kann. Und ich dachte, diesmal wäre ich euch einen Schritt voraus. Dabei habe ich meinen V-Mann so viele Münzen dafür gegeben. Tja, war wohl umsonst. Ja, hier steckt ja auch eine Gabel, ne? So, da ist auch wieder irgendwas zum Lesen. Wie es aussieht, ist die Gabel auswärts essen. Zum Glück hat er eine Notiz hinterlassen, falls jemand während seiner Abwesenheit vorbeikommt. Auch wieder Tagebuch. Ich bin es leid, mit ansehen zu müssen, wie meine Nachbarn mit ihren Mistgabeln angeben. Das Handling, die Zinkenform, die Schärfe. Es reicht. Ich werde es ihnen schon zeigen. Wenn an der Legende vom magischen Wetzstein auch nur ein Fünkchen Wahrheit ist, werde ich es herausfinden. Vorher kehre ich nicht zurück. Magischer Wetzstein. Die scharfen Klingen wird dem Fluss entsteigen und mir geben, wonach ich mich sehne. Rache an miesen Mistgabel-Maulhelden. Oh Mann, hoffentlich muss die Gabel nicht vor Gericht aussagen. Ein Verteidiger könnte auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Und wonach suche ich jetzt? Hier ist ja irgendwas dem Fluss entspringt, ein magischer Wetzstein. Oh, du hast eine Aufgabe für mich. Miko, Leiter der Ermittlungstaskforce, Codename Baumfeld. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Ach, das ist Gabel. Gebt euch keine Mühe. Hab ich alles schon mal gehört. Wo hast du eine Gabel gefunden, die genauso stumpfsinnig ist wie du? Kann man mit dem Ding wenigstens Tomaten essen? Wer hat denn die Kindergabel mitgebracht? Ich habe ohnehin keine Zeit zu reden. Ich muss einen magischen Bettstein finden, damit ich es all den Spöttern zeigen kann. Hör mal, wir brauchen Informationen und du bist krankhaft auf die Schärfe deiner Gabel fixiert. Warum arbeiten wir nicht zusammen? Klingt doch gut. Rebella ist schon genervt. Ich glaube, wir kennen das an der ganzen Sache irgendwas normal ist. Überlass das uns. Wir führen eine Rastersuche durch, schreiben den Stein zur Fahndung aus, fertigen ein Phantombild an. Warum suchen wir nicht erstmal den Weg ab? Kommt mit. Jetzt muss ich hier magischen Wetzstein finden. Also irgendwie diese Quest ist wirklich komplett zeitkonsuming, ey. Wo ist der denn jetzt überhaupt hin? Ich kann mir vorstellen, wo der sein könnte. Hier den Weg hinter. Ja, da wartet er ja auch schon. Ja, ich folge dir und gönn mir ein paar Münzen auf dem Weg. Hier habe ich noch nicht alles gemacht, ne? Na gut, dafür fehlt mir auch irgendwas.
Nee, nee, ich nehme mal den anderen Weg. Ich habe keinen Bock auf dich. Der magische Wettstein ist nicht weit, aber wir können ihn nicht sehen. Uns fehlt eine besondere Kraft, mit der man Dinge, die man nicht sehen kann, in Dinge verwandelt, die man sehen kann. Die haben wir doch. Ihre unkonventionelle Denkweise gefällt mir, Inspektor. Hab ihn. Und das jetzt einmal den ganzen Weg zurücktragen. So, hier hast du deinen Stein. Der magische Wettstein. Er gibt ihm meine Rache, steht nichts im Weg. Also nichts mehr im Weg. So, als hätten wir das nicht gehört. Und jetzt eine Hand wäscht die andere. Wir wollen Namen hören. Ich habe alles mit angesehen. Zuerst habe ich gesehen, wie ihn die Waldnymphe im Wald um den Finger gewickelt hat. Wer ist ihn? Das hat mich natürlich neugierig gemacht und ich bin ihm gefolgt, bis er in die Hütte vom Waldemar geschlichen ist. Wem gefolgt? Sekunden später kam er in panischer Angst mit der Axt in der Hand herausgerannt. Ein Biber auf seinen Fersen, oder war es eine Mütze? Schwer zu sagen. Raus damit, Mann! Wer? Der Dieb ist... der Dorfbewohner aus dem Kürbishaus. Moment mal, aus welchem Kürbishaus? Entschuldigung, hatte vergessen, dass ihr nicht von hier seid. Es ist das größte im Dorf. Ihr könnt es nicht verfehlen. Ich wusste es. Der Täter ist immer der erste Verdächtige, den man verhört. Das Fernsehen hat doch recht. Es war klar, dass der da oben es ist. Okay, aufmachen und her mit der Axt und keine Mätzchen von wegen Anwalt und so. Wir haben einen Augenzeugen. Ihr blöfft. Ich kann niemand bei dem gesehen haben, was ich nicht getan habe. Der Zeuge ist bereit, vor Gericht gegen dich auszusagen. Wirst du uns erzählen? Die Waldnymphe? Waldnymphe an der Nase herumgeführt hat? Okay, ich lege ein vollständiges Geständnis ab. Kommt einfach rein und helft mir. Verdächtiger jetzt für seinen kriminellen Lebenswandel büßen? Dieb oder nicht? Wir müssen ihm helfen. Oder doch nicht? Ich meine, was genau sind unsere Pflichten? Wir sind... Okay, der hat Probleme. Dafür sollten wir eine Auszeichnung bekommen. Oder zumindest in einer Folge von Cold Cases Prima Paletti auftreten. Ausgerechnet mitten in einer Finsterzeitpfütze. Er wollte die Finsterzeitpfütze damit niederhacken, oder? Damit habe ich nichts zu tun, ich schwöre. Ich wollte nur die Axt verstecken. Der böse Glibber ist plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht. Also bei näherer Betrachtung ist eigentlich die Pfütze der Schuldige hier. Um dich kümmern wir uns später. Boah, hast du ein großes Haus. Oh, das ist eine große Schlacht. Alter, muss ich einen riesen Weg laufen. Und dann sind da gleich die Ekelhaften. Waren die immun gegen Feuer? Neutral. Windstoß. So. Ich kriegen wir easy weg.
So, nur falls sich einer in meine Richtung bewegt. Nein. Ja, das war es, was ich jetzt gerade kurz fragen wollte. Gibt es einen, der es nicht bis nach da vorne hinschafft? Das wird wahrscheinlich eine lange Schlacht. So, erstmal wieder alle boosten. Ich finde auch nett, dass der Spark-Erfrischer sich gerade bei der Attacke immer so oft aktiviert. Wartet, schlauer. Muss mit Luigi tauschen. Der Geistertyp ist der nervige. Das stimmt ja, der hatte Konter. So, und dich vernichten wir. Aber als ob ich jetzt so eine riesige Runde rennen muss. Dich kann ich beim Vorbeigehen umnieten. So, einmal hier die Deckung vernichten. So. Kein Gegner in Reichweite. Naja, wenigstens scheinen ja keine Gegner zu spawnen, ne? Dafür, dass die Map so riesig ist. Erstmal boosten. So, du bist tot. Und einer muss das Ding ja kaputt machen. Sonst komme ich da nicht hoch. Wie kannst du durch die Wand schlagen? Oh, es spawnen doch welche. Ah, das ist gemein. Okay, zuerst mit ihr hier hoch. Wenn ich kann, gebe ich dir eine Mitgift. Ich kann sagen, als ob der nicht getroffen wird. Das Auge steht ja auch überhaupt nicht doof. So, dann wollen wir hier vorne hin. Wir müssen uns ja den Weg frei machen. Okay, ich würde mal sagen, ein Drittel vom Weg haben wir. Ja, okay, es ist so einer, der von hinten kommt. Das ist nicht weiter schlimm. Oh yeah, thanks.
So, mit Luigi mache ich mal unsichtbar. Dich greife ich direkt an. Es ist safe tot gleich. Warte mal, macht Elektro dir gut Schaden? Du bist zumindest nicht immun dagegen. Wenn ich den vor mir wenigstens auch direkt los. So, du bist drin. Und den wollte ich noch treffen. Genau aus solchen Gründen. So, alle mal boosten. Schade, kein Sparkerfischer. So, mit Gift. Nochmal mit Gift. Und beide umbringen. So, beide umgebracht. Jetzt wäre es gut, wenn Rebella nichts abbekommt. So, zuallererst heilen. Es reicht ja, wenn ich es treffen kann. Luigi kann ja auch da vorne hoch. So, dich treffe ich. Bisher habe ich mir noch keinmal die Lethargie benutzt, ne? Ja, ich habe das Gefühl, das zerstört meine eigene Verteidigung mehr als seine. Nee, hat funktioniert. Kann ich das Portal abschießen? Ja, würde ich einfach sagen, mache ich jetzt direkt das Portal hinter mir kaputt. So, Problem direkt gelöst, bevor es überhaupt entstanden ist. So, und den auch direkt ausgeschaltet. Easy. Ich gebe mal hier ein bisschen Starthilfe. Alter, ist das weit weg. So, mit Gift geben. Und passt so schon. So, da vorne sehe ich nicht mal einen Gegner. Doch, einer ist da, beziehungsweise zwei. Ich sag ja, den einen konnte ich ignorieren, der kommt ja nicht mal da drüber. Jedes Mal, wenn man einen Bereich abschließt, kommt da ein Portal. Das ich auch instant kaputt machen kann.
glaube, es hätte gereicht, wenn Luigi drauf geschossen hätte. Denn den Weg darüber trete ich mal noch nicht an. Dann kann das Vieh zum einen näher kommen. Und zum anderen habe ich dann den ganzen Trupp da. Diese Augen, die stehen so doof. Da treibe ich das eine mal schon mal. Sag ja, den kann man zu ignorieren. Ist schön, dass da so ein Portal ist, ne? Ich kann auch mal zeigen, wie sehr mich dieses Portal juckt. So, hat die Chance, das Auge auch mitzutreffen. Ja, der ist tot. Irgendwer muss ja die Augen kaputt machen. So, das machen wir mit Rebella kaputt. So, kann direkt allerlei Tages machen. So. Tschüss. Kann ruhig den Elektrospark nutzen. So, Luigi, dann mach da mal frei. Und dann auf zur heiligen Axt. Als ob man den Weg rüber nicht schafft. Boah, das lang gedauert. Meine Axt, meine wunderschöne Axt, geht es ihr gut? Hat der Dieb sie nach jeder Benutzung auch sorgfältig eingeölt, um mikroskopische Riefen zu vermeiden? Es tut mir leid, Herr Weidemar. Ich stand unter dem Bann der Waldnymphe. Sie hat mir eine reiche Kürbisernte versprochen, wenn ich die Axt stehle und versteckt halte. Sie wollte mich daran hindern, Bäume im Wald zu fällen. Ich bin Holzfäller, das ist mein Beruf. Andererseits, wenn ich Hüter des Waldes wäre, würde ich es wahrscheinlich genauso sehen. Hast du versucht, dich mit der Waldnymphe zu einigen? Sicher gibt es eine Möglichkeit für einen Kompromiss. Sie ist unauffindbar. Zumindest, wenn sie nicht gefunden werden will, versteckt sich tief im Wald. Es reicht, ihretwegen kann ich nicht mal die Brücke reparieren. Ich werde diese Fehde ein für alle Mal ein Ende setzen. Sobald wir den Dieb ins Gefängnis gesteckt und vor Gericht ausgesagt haben, kommen wir zu dir. Wir haben wieder ein Gefängnis, noch ein Gericht. Tristan lässt uns immer ein Entscheidungsgedicht schreiben. Was? Ach, was soll's. Holen wir uns ein paar Kürbiskuchen-Gewürz-Donuts und lassen Genie den Papierkram erledigen. Fall abgeschlossen. Klingt gut. So, als nächstes müsste ich Waldemar im Wald suchen. Und die Drakosphäre hat sich uns angeschlossen.
Oh, generell hier diesen Vampirangriff. Ja, den hätte ich schon sehr gern. Den würde ich dann auch tatsächlich Rebella geben statt dem Spritzangriff. Überlege ich gerade. Auf jeden Fall füttern wir dich. Oh ja. Den werde ich auf jeden Fall ins Team packen. Na gut, Leute. Ich würde ja nämlich sagen, wir machen hier für heute dann jetzt Schluss. Wir gucken uns beim nächsten Mal an, wohin das führt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.